Nun einen Teelöffel klare Schleierflaurungen in Ihre Lunge und Erkältungen schnell entfernen. Bei einer Erkältung kommt es für uns in den meisten Lungen zu Schleierflaurungen. Dieses kann zu Husten, Atembeschwerden und vor allem Schlafstörungen führen. Anstatt Tabletten zu nehmen, können Sie dieses hausgemachte Heilmittel verwenden, das Ihnen nicht nur hilft, Schleim loszuwerden und Erkältungen schnell zu behandeln, sondern auch Ihre Immunität zu heilen. Darüber hinaus ist dieses Mittel völlig natürlich und daher frei von Nebenwirkungen. Die erste Zutat des Rezepts sind Nelken. Gewürznelken sind eine Fundgruppe für entzündungshemmende Verbindungen. Diese Verbindungen sind praktisch bei Erkältung, Halsschmerzen und Husten. Gewürznelken enthalten auch ätherisches Öl, das eine Twisted-Expert-Toleranz wirkt und dabei hilft, den Schleim im Hals und Speiseröhre zu lösen, damit sie ihn leichter abhusten und ihre Atemwege freimachen können. Darüber hinaus auch helfen Nelken auf dabei, den durch trockenen Husten verursachten Suckkreis im Hals loszuwerden. Die antioxidativen und antiviralen Eigenschaften von Gewürznelken helfen dabei, Giftstoffe aus ihrem Körper zu entfernen und ihre Immunität zu stärken. Nehmen Sie nun einen Topf und führen Sie einen Esslöffel ganze Nelken hinein. Als nächstes müssen Sie Ingwer zubereiten. Ingwer ist ein wirksames Hausmittel gegen Husten, Erkältung und Halsschmerzen. Es hilft bei der Erweiterung Ihrer Lunge, um Schleim zu lösen und entfernt, damit Sie sich schnell von den Atembeschwerden erholen können. Wenn Sie unter Halsschmerzen leiden, sind die Schmerzen auf die Entzündung und den Suckkreis im Hals zurückzuführen. Diese Entzündung kann durch einen Reizdarm verursacht werden oder es kann die Immunantwort Ihres Körpers sein, um Infektionen zu bekämpfen. Die entzündungen hemmenden Eigenschaften von Ingwer helfen, entzündungsfördernde Proteine in Ihrem Körper zu blockieren und zu Halsschmerzen zu lindern. Darüber hinaus auch hat Ingwer antibakterielle Eigenschaften, die das Immunsystem stärken und Ihren Körper wärmer machen. Nehmen Sie nun einige Ingwerstücke und schneiden Sie sie in Scheiben, bis Sie etwa eine halbe Tasse in Scheiben geschnittenen Ingwer haben. Dann den in Scheiben geschnittenen Ingwer in den Topf geben. Als nächstes gießen Sie eine halbe Tasse Zucker in den Topf. Schließlich führen Sie eine Tasse und eine Hälfte Wasser hinzu. Stellen Sie nun den Topf auf einen Herd und stellen Sie die mittlere Hitze ein. Decken Sie den Topf ab und halten Sie den Deckel leicht geöffnet. Etwa 30 bis 40 Minuten kochen lassen, um die Flüssigkeit zu reduzieren und den Ingwer- und Nelkengeschmack aufzunehmen. Schalten Sie nach dieser Zeit die Hitze aus und nehmen Sie den Topf vom Herd.
Anschließend die Flüssigkeit in ein Glas oder eine Flasche abseihen. Fertig ist dein Ingwer-Sirup. Bewahren Sie es im Kühlschrank auf, wenn es abgekühlt ist. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie Sie es zur Behandlung von Erkältungen verwenden. Methode 1. Sie können einen Teelöffel oder so von diesem Sirup in heißes Wasser geben und damit Halsschmerzen lindern. Methode 2. Nehmen Sie einen Teelöffel gerade, wenn Sie Husten und Erkältung haben. Methode 3. Sie können es als Süßungsmittel in Säfte oder Entgiftungswasser geben. Methode 4. Führen Sie einen Teelöffel dieses Sirups in heiße Milch hinzu, um den zuckenden Hals zu lindern und die Immunität bei Wetteränderungen zu stärken.